Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von VVVVVV. Im vermutlich letzten oder vorletzten Abschnitt. Ah, verdammt. Oh! Und man sieht's auch schon am Schwierigkeitsgrad. Es ist nicht allzu leicht. Oh! Nein! Geht doch! Oh. Okay, das war blöd. Das war einfach nur Dummheit. Bitte genießen Sie diese Wiederholung. Ich glaube, die Yes-Men. Ey, die waren schon mal da. In einem früheren Abschnitt des Spiels. Gab's die schon mal. Uah. Was? Moment. Moment. So funktioniert das. Sehr schön. Und jetzt muss ich vermutlich hier rüber. Na! 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 Au! Oh. Hey! Moment. Okay, wo kann ich da hin? Was? Wo kann ich da hin? Ich kann da... Was? Nein, warte, ich kann... Ich kann darüber, da kann ich da... Ja, genau, geht doch. Geht doch. Wo ist das Problem? Au. 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 Leider ist hier rechts und links nicht verbunden. Das wäre schön. Moment. So. Einmal speichern. Vielen Dank. Bin ich rein oder raus? Ich bleib mal außen. Haha. War die richtige Entscheidung. Warte mal. Blödsinn. Da geht's ja gar nicht weiter da unten. Das ist ja einfach nur ein Umbruch. Okay, das ist blöd. Da muss ich umdrehen. Ja. Weil wenn ich das Teil berühre, dann ist es blöd. Jetzt rein, jetzt raus, okay? Okay. Wow! Das war knapp. Die hatte ich gar nicht auf dem Blick. Gar nicht im Blick. Die Stacheln. Moment, was? Ah, verdammt. Ach, nö. Oh, das war knapp. Vielleicht sollte ich da oben eine Runde warten. Nö, sollte ich nicht. Funktioniert doch. Do-it-yourself V-Reparatur. Na, das kann ja heiter werden. Schau, was da passiert. Das ist der Dimensionsstabilitätsgenerator, der gerade maximale Stabilität generiert. Der ist online. Aha, und der erzeugt wohl die Interferenz. Ob ich den wohl abschalten kann? Achtung, den Dimensionsstabilitätsgenerator zu deaktivieren, könnte Instabilität erzeugen. Nein, jetzt gedacht. Möchten Sie das wirklich tun? Ja, wirklich. Die ganze Dimension könnte zusammen kollabieren. Bitte denke eine Minute drüber nach. Bist du wirklich sicher, dass du das tun willst? Ja! Achtung, Dimensionsstabilisator offline. Oh oh. Was vielleicht doch keine so gute Idee. Moment, was? Ach, jetzt ist der Umbruch weg. Interessant. Das heißt, dieser Umbruch kam wohl durch das Dimensionsteil. Moment, nein. 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 Okay, so auch nicht. Oh, das sieht gut aus. Moment, nein. Ah, ich muss dann rechts runter. Moment, Blitze. Wenn der untere weggeht. Nee. Moment. Was? Wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. So? Ich muss doch hier kurz warten in der Mitte, oder? Hier.
Aber ich kann da stehen! Moment, gerade ging das. Gerade konnte ich da stehen. Nee. Hä? Kann ich da gerade stehen? Verstehe ich nicht. Das war zu früh. Das war irgendwie auch falsch. Was mache ich denn hier falsch? Was muss ich denn hier machen? Warte mal. Kann ich hier nicht... was? Ach so, ja. Kann ich hier nicht, das untere außenrum, während es nach links fliegt, sowas? Ich glaube, das geht. Ich muss ja mit den oberen wieder ausweichen. Während ich wieder nach oben gehe. Das war zu spät. Das war viel zu spät. Das war ein bisschen zu spät. Irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah, das klappt auch. Wow, was war das denn gerade? Das hat geklappt? Bin ich gut? Nee, eigentlich bin ich nicht gut, aber ich hab's geschafft. Nein, nein, ja, nein. Der erste ist einfach. Einfach rüber im richtigen Moment. Und hier muss ich jetzt eher genau sowas abwarten. Puh. Ah. Kann ich da einfach drüber laufen? Nein. Kann ich schnell drüber laufen? Nein. Die 9 Uhr Nachrichten. Okay. Ah! Wählen Sie M für Mord. Nein, danke. Ich möchte keinen Mord. Komme ich da jetzt irgendwie raus? Ah! Was? Da habe ich gerade geschlafen. Nein! Das da muss ich genau. Oh mein Gott, die Billy People. Das war einfach. Ah! Panic Room. Ach. Ja, Panic Room. Genau, Panikraum. Das sage ich doch. Ne? Ich darf ja auch nicht zu schnell sein, sonst bin ich wieder die Grenzen da unten. So. Okay, ich muss da direkt nach rechts unten. Das heißt, der Block links ist nur eine Falle. Der zweite. Also ne, der erste nicht. Der erste ist in Ordnung. Der hier ist in Ordnung. Ah! Nochmal. So. Der erste hier ist in Ordnung. Aber dann muss ich wohl... Nee, okay, da muss ich auch nicht hin. Da komme ich nicht hin. Dann muss ich wohl einfach warten, bis es ganz knapp ist. Und ich auf den unteren kann. Den hier. Genau. So. In the margins, ja, in den Grenzen. Also an den Ländern. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es umbricht und ich rechts wieder rauskomme. Schade. Das Himmelstor. Hey, da kam ich doch vorhin rein. Und jetzt will ich wohl nicht mehr rauskommen. Hey! Komm schon. Oh, Manu. Jetzt aber. Ah! Gemein. Die finale Herausforderung. Wow. Was? Moment, Moment, Moment. So. Ja, so klappt das. Was? Ah.
Vielleicht so? Ja, das klappt tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich schneller geht als einfach. Jetzt klappt das nicht mehr. Ich kann hier direkt rüber. Okay. Das habe ich vorher tatsächlich ja schon gemacht, aber mehr so aus Versehen als absichtlich. Komm schon. Stell dich nicht so an, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. Ey. Was zur Hölle? Was tue ich hier? So, jetzt aber. Oh, wie gut. Es gibt hier einen Checkpoint. Meine Güte, ist das anstrengend. Immerhin hat es jetzt aufgehört, hochzufahren. Moment, aber da falle ich bestimmt. Ja, natürlich falle ich da durch. Der letzte Strohhalm. Und das 17. Shiny Trinket. Yeah. Ich habe ja irgendwann zwischendurch mal eins übersehen oder liegen gelassen. Wenn ich mir das jetzt noch hole, dann habe ich 18. Und dann gibt es, glaube ich, noch eins, das gut versteckt ist und eins, das einfach schwer zu erreichen ist. Ich bin gespannt, ob ich das schaffen werde. Ja, schauen wir mal. Und das hier, liebe Freunde, ist das Ende des Spiels. Ich habe alle Crewmitglieder gerettet. Ich habe 17 Trinkets gefunden. 2407 Mal bin ich geflippt. 100 Stunden gespielt, 360 Mal gestorben. Upstairs, downstairs. Das war doch gerade einer von eben. Na genau, an dem ich so ewig hing, mit den zwei Kreuzen, die da links und rechts geflogen sind. Da bin ich 35 Mal gestorben. Das war mein schwerster Raum. Wow. Gut, ich meine... Ich kann jetzt bestimmt gleich sagen, dass ich die Trinkets noch suchen möchte. Jeden Moment jetzt. Yay! Hallo! Captain! Geht's gut? Ich wusste, dass es hier gut gehen würde. Wir haben uns sehr Sorgen gemacht, als du nicht zurückkamst, aber als du dann die Quelle der Interferenz ausgeschaltet hast, waren wir in der Lage, dich mit den Scannern des Schiffs zu finden und an Teleport zu, Bord zu beamen. Hey, das ist was für ein Glück. Danke, Leute. Es sieht so aus, als würde diese Dimension sich gerade destabilisieren. Wie unsere eigene. Wir können noch ein bisschen bleiben, aber am Ende wird sie kollabieren. Wir können nicht genau sagen, wie lange wir hier waren, aber das Schiff ist repariert, also sobald wir fertig sind, können wir nach Hause gehen. Yay! Was jetzt, Captain? Lasst uns einen Weg finden, diese Dimension zu retten. Und einen Weg, um unsere eigene aufzuretten. Die Antwort ist da draußen, irgendwo. Lasst uns aufbrechen. Los geht's. Yay! Das war VVVVVV. Und wie gesagt, es gibt noch drei Trinkets, von denen ich mindestens eins noch holen kann. Danke fürs Spielen, danke fürs Zuschauen. Und, ja, danke, dass ihr dabei wart. Es war jetzt ein relativ kurzes Spiel, aber ein sehr unterhaltsames. Und wie gesagt, wenn ihr es selber spielen wollt, das gibt's auf Steam, kostet nicht die Welt, ich glaube 5 Euro. Ja, ist nett gemacht. Kann man immer wieder spielen. Alle paar Monate mal kann man sich sowas antun. Genau. Und beim nächsten Mal werde ich mich dann hier drin umschauen, um letzten Endes noch... Naja, also wenn, also mindestens ein Trinket schaffe ich noch. Drei Stück fehlen noch. Das Vini Vidi Vici werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Da wird mir die Geduld ein bisschen fehlen, glaube ich. Oder ich werde es vielleicht irgendwann nachreichen, wenn ich lang genug geübt habe. Aber die anderen beiden kann ich sogar noch schaffen. Ja, die schaffe ich. Also mindestens eins schaffe ich. Mindestens eins. Jetzt müsste das hier oben sein. Das war ja relativ am Anfang. Ob ich die beiden schaffe, keine Ahnung. Aber ich gebe mein Bestes. Und genau. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen bis hierhin. Und in der nächsten Folge ist dann wirklich nur noch die Kühe mit den Trinkets. Also, ja. Nicht wirklich bis dahin, weil das Spiel ist ja eigentlich schon zu Ende. Aber
vielleicht sehen wir uns ja trotzdem nochmal, ne? Ich sollte aufhören. Tschüss.